Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac After Birth. Und ja, ich hatte euch ja gefragt, ob wir weiterspielen sollen oder ob wir es lassen sollen und erstmal eine Mod spielen sollen. Das hatte ich im letzten Run ja schon mal gesagt. Und ja, der letzte Run, keine Ahnung, was das war. Wir spielen heute auf jeden Fall mal mit dem Keeper. Ich habe Bock auf den Keeper. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwann mal in einer magischen Zeit einen Run haben werden, in dem wir nicht tilten. Wow, das ist ja echt nett. Das ist ja echt nett von dir. Ja, und ich hoffe, dass dieser Tag heute ist. Denn wir haben in letzter Zeit immer getiltet, wenn wir den Keeper haben. Man muss aber dazu sagen, dass der Keeper schon echt Arsch ist, ne? Der Keeper ist echt schon ein Arschloch. Und dementsprechend darf man da ruhig auch mal ein bisschen tilten. Ja, was ist der Plan mit dem Keeper? Der Plan ist immer noch Hush und Darkfloor. Ich weiß nicht genau. Deadbird. Naja. Ich weiß nicht genau, ob wir das hinkriegen heute, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Denn der Plan ist auf jeden Fall nicht nur das zu machen, sondern eventuell gehen wir heute komplett auf Engelsräume. Ich weiß, das ist immer super schwierig, ne, weil wir das nicht bestimmen können, weil das halt echt random ist, ob wir einen bekommen. Das Ding ist aber, ich finde Teufelsdeals nicht so worth mit dem guten Keeper, denn wir haben ja eh kaum Herzen, die wir eintauschen können, ne? Und das ist halt irgendwie wack. Ich weiß nicht. Macht irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich. Dangle ist ein ziemlich nerviger Boss. Muss ein bisschen aufpassen. Ja. Ich bin tot. Okay, soviel zum Thema. Dangle ist ein ziemlich nerviger Boss. Das Problem an dem Keeper ist nämlich folgendes, und zwar ist der Keeper ein ziemlich langsamer Charakter. Das heißt, ihr müsst echt vorsichtig sein bei Bossen, die schnell sind. Und das hat man ja gerade schon gemerkt, ne? Das ist nicht so geil. Super. Spitze. Wir kriegen erstmal eine Kiste. Ja, es kann sein, dass wir heute einige Tiltruns trotzdem noch haben werden, ne? Und dann erstmal ein bisschen upragen werden. Aber ich hoffe, wir kriegen da trotzdem hin. Wir bräuchten einen Schlüssel. Oh, what? Warte mal, wenn die den Kopf eingezogen haben, kann ich trotzdem noch von denen getroffen werden? Also, unlucky. Okay, wir haben eine Bombe, das ist schon mal sehr gut. Dann holen wir uns jetzt... Das könnte reichen. Genau, sehr gut. Ah, es ist wieder dieser Bug. Ich verstehe das immer nicht mit dieser Münze da. Das ist so behindert. Weiß nicht, das ist ein ganz komischer Bug. Wir bräuchten eigentlich noch einen Schlüssel, ne? Wir haben jetzt hier noch eine goldene Kiste. Die würde ich eigentlich schon gerne aufmachen. Wir haben ja noch den Schatzraum, den machen wir auch noch auf, bevor wir zum Boss gehen, ne? Macht eigentlich keinen Sinn sonst. Das Gute ist, dass wir... Oh, nice. Das ist sehr geil. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall die goldene Kiste aufmachen. Vielleicht kriegen wir noch eine. So, mal gucken. Da haben wir eine Münze. Und, was haben wir hier? Chocolate Milk. Ja, das ist nicht so geil. Was heißt nicht so geil? Es ist okay, aber... Ja, nicht so mega okay. Cricket? Der Goathead. Oh. Der Goathead ist ziemlich cool. Denn der Goathead sorgt dafür, dass wir immer einen Teufelsstil oder ein... Engelsraum kriegen. Oh, das ist so kacke, dass wir diese Münze nicht aufheben können. Fuckies. Komm her. Zack. 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 Ich glaube, es geht auch schon im ersten Raum, oder? Oder? Nee, noch nicht. Okay. Der Wirecode-Hänger, der ist sehr geil. Wir bekommen ein Tiers-Upgrade und das ist ziemlich strong. Haben leider keine Bombe, also gehen wir weiter. Ah, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oder was heißt erkältet? Ich habe so einen Sommerschnupfen. Habe ich, glaube ich, schon mal in einer Isaac-Folge drüber geredet. Ich bin da irgendwie immer... Im Sommer kriege ich immer Schnupfen. Ich weiß nicht, warum. Das sind irgendwie... Eigentlich, ich glaube, ich habe eine Allergie oder sowas. Kann man eine Allergie haben, bei der man nur Schnupfen kriegt? Wahrscheinlich, ne? Wir brauchen einen Schlüssel. Und wir brauchen zwei Bomben. Ne? Wir brauchen zwei Bomben. Wir brauchen drei Bomben.
Merkt ihr das? Wir kriegen hier 1000 Bomben. Die Karte Death. Das ist eigentlich beides. Das ist so schön eigentlich, ne? Wir bräuchten eigentlich 15 Münzen, damit wir uns diese goldene Dings holen. Bevor wir in den Schatzraum gehen. Weil, das wäre schon ziemlich swaggy. 2 Schatzraum-Items. Von denen wir uns eins aussuchen können. Das wäre schon hart geil, oder? Aber ich werde nicht 15 Münzen kriegen, geschweige denn 3 Bomben oder sonst irgendwas. Ich kann froh sein, wenn ich einen Schlüssel kriege. Okay, wir haben schon mal die Bombe. Das heißt, wir haben den blauen Stein und den Schlüssel. Schon mal, sofort. Das ist schon mal sehr geil. Vielleicht kriegen wir hier noch was. Dann gib mir noch irgendwas. Schade. Gut. Schade. Kriegen also nicht noch mehr. Das heißt, wir können jetzt Folgendes machen. Wir gehen... Erstmal gucken wir hier nochmal rein. Na, vielleicht hat man ja Glück und hat hier nochmal irgendwie ein bisschen ein paar Münzen oder so, die man mitnehmen kann. Manchmal hat man ja echt Glück. Wir anscheinend jetzt gerade nicht. Ja, der Klassiker. Okay. Never mind. Wir holen uns jetzt hier den blauen Stein und den Schlüssel, damit wir zum Dings kommen. Oh, mega. Mega sick. Ja, der Teleporter ist nicht so cool. Ja, wir haben den Rock bekommen und einen Schlüssel für den Schatzraum. Der Schatzraum war leider wack, aber das ist trotzdem ganz gut eigentlich, weil wir jetzt den Rock bekommen haben. Und der macht unseren Damage nochmal ordentlich nach oben, denn wir haben ja auch schon den Chocolate Shit, ne? Chocolate Shit des Todes. Seht ihr ja schon. Damage des Todes, ne? So, wir haben Pillen. Die nehmen wir mal noch nicht mit. Hopp. Ja, ist tatsächlich echt schwierig, weil man so langsam ist mit dem Held, ne? Okay, Lamp of Coal. Das sieht eigentlich bis jetzt schon mal sehr, sehr geil aus. Are you a wizard? Double wizard? Range up? Okay, cool. Sehr gut. Alles klar, gehen wir weiter. Sieht doch bis jetzt schon mal ganz geil aus, oder? Wir haben guten Damage Up. Wir haben eine 50-50 Chance auf den Engelsraum. Was heißt, wir können eventuell ein paar Deals eingehen. Hep. Und ich bin auch mit meinem Damage zufrieden, muss ich sagen. Also mit meinem Damage bin ich echt zufrieden. Weil wir ja den Rock bekommen haben, ne? Und dann nur zusätzlich die Charge Shots, ne? Die sind ja eh swaggy. Kann das jetzt mal aufhören hier langsam? Oder habe ich das gesteckt dadurch, dass ich zweimal Dings aufgehoben habe? Wahrscheinlich, ne? Mein Gott. Geh doch einfach weg. So, Kampfraum. Gucken wir mal noch nicht rein. Na, also jetzt wieder normal. Wow, warte mal, der war in der Luft. Okay, Damage haben wir echt genügend. Das ist sehr, sehr cool. The Stars bringt uns in den Schatzraum. Wir haben einen Controlled Friend, der ist ziemlich nice. Der ist echt ziemlich nice, weil wir gerade an so jemanden wie Hush damit guten Damage machen können, weil wir uns selber nicht dafür bewegen müssen. Das heißt, wir können den quasi einfach reinjagen in den Hush und können dann woanders hingehen. Ne, und einfach den Schüssen ausweichen. Und das ist ja bei Hush eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil der hat ja eigentlich nicht so eine strong Mechanics, ne, sag ich mal. Piggy Bank ist ziemlich nice. Hat letztes Mal irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, normalerweise ist es ja so, dass du Münzen droppst, wenn du getroffen wirst. Hat letztes Mal nicht so gut funktioniert. Death. Gehen wir mal in Engelsraum. Komm. Enjoy. Oh! Oh, shit. Noch ein Sword Protector. Wir haben schon 2 Protector. Das ist nice. Wir müssen uns einfach nur beeilen und zur Hush gehen. Das ist wichtig jetzt. Denn das könnte echt ein Run sein, an dem wir Hush schaffen.
Wir brauchen den Dark Floor. Wir gehen, glaube ich, direkt in die nächste Ebene. Die Piggy Bank wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ich weiß nicht. Die Piggy Bank wäre eigentlich recht sinnvoll. Weil ich möchte das Item eigentlich mitnehmen. Ich weiß nicht, beim letzten Mal hat es nicht geklappt, aber ich glaube, diesmal wird es funktionieren. Irgendwas war doch da. Normalerweise immer, wenn wir getroffen werden, kommen Münzen aus uns raus. So, das ist Sparschwein. So. Das heißt, das müsste doch eigentlich funktionieren. Naja, wir gucken mal. Wir gehen mal in die nächste Ebene. Na, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Engelsraum, das ist sehr geil. Haben wir jetzt auch wieder 50-50 auf Engels. Gedöns. Damage ist sowieso awesome as fuck. Was geil wäre, wäre zum Beispiel Penetrative. Penetrative Shot wäre awesome. Wir haben einen Swarm Protector, der schon mal eh geil ist. Ne? Der hält schon mal ordentlich Schüsse von uns ab. Und noch zusätzlich den Cube. Den werden wir übrigens nicht upgraden. Also nicht großartig zumindest. Was cool wäre, wäre im Shop dieser BFF. Ne? Your Friends Rule oder was das ist. Wo alle Begleiter stärker sind. Hä? Meine Nase läuft die ganze Zeit, ey. Das ist so ätzend. Fates Reward. Das ist ziemlich nice, das Item. Leider betrifft es nicht den Modifikator. Das heißt, unser Triple Shot geht nicht auf Fates Reward, sondern lediglich der Schaden, den wir haben. Das heißt, dieser 6 Damage, den wir haben, der geht auf Fates Reward. Ist aber auch vollkommen okay. Ich meine, ist halt trotzdem ein Begleiter, ne? Darf man nicht vergessen. So, was noch cool wäre, wäre zum Beispiel... Okay, die Kohle ist auch ziemlich geil, ne? Weil die Kohle unseren Damage ja sowieso nochmal erhöht, je länger die Travel Time ist von unserem Schuss. Und RIP. Mega. Speedbelt. Awesome. Awesome! Aber so, weißt du, man braucht nur ein bisschen Lack haben, ne? Ein bisschen Lacke und dann geht das. Das Gute ist. Awesome. Wir haben 3 Orbital Blocker. Mega. Besser geht's nicht. Jetzt müssen wir die nur noch groß machen. Dann wär's awesome. Wie oft habe ich eigentlich jetzt awesome gesagt in den letzten 2 Minuten? Bestimmt 18 Mal. Awesome. Ja, der Holy Shot ist super geil, den brauche ich nicht erklären. Ne? Ihr schießt ab und zu mal so eine Holy Kugel. Und die macht Aua. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt daran verreckt. Hey, wo war denn... Hey, ich war schon im Shop. Ach stimmt, ja, ich war doch schon im Shop. Oh Gott, bin ich behindert. Bin ich behindert. Ich war doch schon im Shop. In der Schöppe. Da war doch der Grite. Naja, gut. Egal. Gehen wir zum Boss und gehen in die nächste Ebene. Wir sind bei 10 Minuten. Wir sind gut in der Zeit. Boss Rush ist, glaube ich, keine Option. Ich glaube, Boss Rush, nee. Das macht einfach keinen Sinn. Weil beim Boss Rush ist das Problem, da gibt es auch viel anderen Shit, ne? Viel anderen Code, der uns abfacken kann. Und da hilft unser Orbital Block halt auch nicht so viel. Höp. Okay. Alrighty. Höp. Höp. Muss ich nicht dahin rennen. Eine Münze, falls wir die noch brauchen, können wir die eben noch holen. Das hat sogar 2. Warte mal, war glaube ich ein Range Upgrade. Nee, die kenne ich noch nicht. Bad.
Nee, Luck Up. Oh, nice. Dass da sogar aus dem Triple Shot halt wirklich dreimal diese Kugeln rauskommen können, ne? Nice. TNT. Das ist ein Minecrafter-Item, bei dem man ein großes TNT-Fass legen kann. Das ist eigentlich auch okay. Das ist eigentlich ganz lustig, aber ich meine, wir haben den wunden Nickel, ne? Besser wäre es, wenn wir dieses Trinket finden würden, womit wir nur Passive-Items bekommen oder häufiger. Ja, ja, wie rede ich mich jetzt raus? Ich würde sagen, die Isaac-Folgen werden immer kürzer, weil ich immer mehr reinzacke. Ja, eigentlich war das ein super Run. Wir hatten alles, was wir wollen. Orbital Block, Damage. Ach, der Keeper. Irgendwann hänge ich mich auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.